Herzlich willkommen zu einem Fantasy-Match. Xavier Woods versus the Nature Boy Ric Flair versus the Undertaker, the Dead Man Walking, the Biker Man, the Undertaker. Bei der Survivor Series 2011. Es geht um nichts. Genießt das Match. Und ja. Ah, ein super Backslide-Dings da. Mal gucken, wer hier bei dem Match gewinnt. Sauberer Suplex. Schwierig. Mal gewinne ich, mal verliere ich. Ah, ist schon schlimm. Nicht so wie früher bei der 64, da wo du... Da war das noch nicht so. Ich meine, das ist schon ganz in Ordnung. Da kannst du schon interessante Matches liefern. Aber... Ja, mal gewinne ich, mal verliere ich. Ich weiß ja nicht. Ich versuche schon immer zu gewinnen, aber naja, wie es halt so ist, bin halt nicht der Beste. So. Monster-Match. Also Xavier Woods kann sich hier gut durchsetzen, wie es aussieht. Ah, jetzt kommt Undertaker und kann nichts Xavier Woods anhaben. Der bekommt nur ein paar Kicks gezeigt bekommen. Und der Nature Boy bekommt jetzt vom Undertaker einen starken Kick. Starken Kick. So, jetzt kommt Team-Trick mit Xavier Woods und The Undertaker. Aber das, die kämpfen ja so schnell hier, so schnell kann ich gar nicht kommentieren. Oh, super gemacht vom Undertaker, gut, super ausgeführt. Und jetzt geht Undertaker auf Xavier Woods los. Ah, ist gut zurückgeschlagen. So, mal gucken. Und... Super Trick-Move. Super ausgeführt. Super. So, Claire ist startbereit. Er geht auf Xavier Woods los und Undertaker kommt dazwischen gesprungen. Und hier kommt Klaus Klein gegen Xavier Woods. Und oh mein goodness. Was hier abgeht, das ging noch nirgendwo mehr ab. Denn das ist die Survivor Series in einem Triple Threat Match. Ein Pin oder Submission Move muss erfolgen, damit das Match vorbei ist. Oder es gibt eine Disqualifikation oder sonstiges. Sauber gemacht von Ric Flair. So, jetzt kommt der Cover, aber nein, Xavier Woods ist da und unterbricht das Cover. So, jetzt gibt ihm die Weichteile, so ungefähr. Da unten macht einer Fotos, wie auch viele andere Fans hier im Stadion bei der Survivor Series. Oh no, wait a minute, Cole, what's he gonna do here? And Xavier Woods gets out quickly. Remember, this is a no disqualification matchup. And the knuckles connect. And a jaw-jacking punch. Look at Xavier Woods getting ready here, people. Oh my, Xavier Woods. Blutet einer? Das sah gerade so aus. Beinahe hat Ric Flair gewonnen. Beinahe. Aber da war Xavier Woods noch da und hat das Cover durchgebrochen. So, Undertaker schaut zu. Aber ich sah gerade so aus, als würde eine Blume. Und hier kommt der Chokeslam versus the Nature Boy. Und bam, es hat geklappt. Da kann jetzt auch der Cover. Nein, Xavier Woods ist da. Oh my goodness, was hier geschieht. Und die Halle fängt an zu explodieren. Oh meine Güte. Jetzt kommt der Tombstone an Ric Flair. Mit das jetzt klappt. Oh, mit komplette Kopf auf die Erde hier. Und jetzt one. Ah, Nature Boy kam selber raus. Oh, the Undertaker is a force within the ring. He anticipated that move perfectly. Back and forth. How do these superstars keep doing it?
fired up here. The damage has definitely been done. Now it may just be a matter of time. All right, Flair tut ein, abwehren und einrollen und 2, 3. Oi, 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 Anhänger, wo ist das? Xavier Woods rauskommt, ansonsten hätte er ja eingegriffen. Wie auch sonst. So, wie geht das weiter hier? So, erstmal schlägt er daneben hier. Jetzt nimmt er nochmal an auf 5 Meter voller Wucht. Nee, bluten tut anscheinend keiner. Dodges to the side of that one. Schubsen weg. Whippen. Ah, mitten auf dem Boden. Ric Flair ist bei Xavier. Xavier wehrt ab. Und wehrt sich gegen Ric Flair. Oh, Surfboard hier. Zwischen den Seilen. Look at this. He's just barely moving. I'm not sure he can get back to his feet. Jetzt kommt Cover von Xavier Woods. 1, 2. Ah, knapp. Sehr, sehr knapp. Hätte Ric Flair nicht eingegriffen, wäre das Match ebenfalls jetzt vorbei, liebes WWE-Universum. Ein toller DDT von The Undertaker und The Nature Boy. Zwei Legenden, eine Zukunft. Wohin soll das hier noch führen? Und jetzt ist Cover von The Nature Boy, von Undertaker. Oh ne, aber Xavier Woods ist da. Ja doch, stimmt schon. Ne, hier The Chokeslam an The Woods. Was und Flair will hier Pin machen und Undertaker ist leider dabei. In the phenomenal, almost supernatural resilience of the Undertaker keeps him going in this matchup. The Undertaker. Taker's in trouble. Good God. Jetzt kommt hier ein Whip-In. Ich lasse es mal hier mit den Tricks sagen. Ich bin da eh durcheinander. And it's the Undertaker, able to break. Oh, was passiert jetzt? Wer wird hier das Match gewinnen? Jeder hat seine Stärke und Schwächen und bam. Und Ansatz zum Hellsgate werden, aber nee, hier kommt der Cover von 2. Und The Undertaker gewinnt gegen The Nature Boy, Ric Flair. Xavier Woods ist wütend, wie es aussieht. Hier nochmal einige Highlights vom heutigen Abend, vom Main Event. Undertaker vs. Ric Flair, The Nature Boy. vs. Ric Flair. Ric Flair vs. Achso, The Undertaker vs. Xavier Woods. Das war ein super interessantes Match. Mit zwei Legenden und einem Neustarter. Kurz von NXT direkt zu Survivor Series reingeschickt worden. Damn suck it. Super Match. Dankeschön fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal. Euer Carlos the Gamer. Adios. Ciao. He gets a big victory here tonight. Love him or hate him, that was an incredible match. Don't.